lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent. Ja, die zweite Episode ist draußen und jetzt auch 5 Tage verspätet mit mir am Start. Ja, weil ich war erkältet und musste tatsächlich auch einen Corona-Test machen. Donnerstag um 20.30 Uhr kam das Ergebnis tatsächlich, also mit dem QR-Scanner musste ich abscannen. Ja, negativ. Sehr schön. Also ihr Mäuse, mal gucken, wie das denn jetzt hier vonstatten geht. Was steht hier denn Schönes? Episode 2. Ist es Quentin tatsächlich gelungen, dem Fluch zu entkommen? Was ist mit Ruby passiert? Und wieso ist Henry Funz in den Fall verstrickt? Wir wünschen dir spannende Unterhaltung mit Episode 2. Los geht's! So, wo fangen wir an? Damit. Ruby! Scheiße, Ruby, was war das gerade? Bitte melde dich. Ruby, was passiert? Oh mein Gott, meine Nase kribbelt. Ich popel mir jetzt einmal gerade. Warum? Okay. So. Die Nachricht wurde einem Offline-User zugestellt. Also zugestellt User offline. Cedric. Und die Organparty. Oh mein Gott. Bitte nicht, Ruby. Was machen wir jetzt? Wir müssen noch irgendwas tun. Verdammt, ich fahr schnell zu ihr. Ruf kurz durch, Cedric, ich komm mit. Oder ich versuche es währenddessen auf ihrem Handy. Oder, sorry Leute, ich rufe jetzt die Polizei. Na, das ist ja zu Blödsinn. Weil wir haben ja nur vage Vermutungen. Na, klar, es klopft an der Tür bei Ruby. Und dann war sie auf einmal hier als uhuhuhu. Und, Polizei rufen, das klappt uns doch sowieso keiner. Also, folgedessen rufen wir kurz durch, Cedric, ich komme mit. Ich versuche es weiter auf mein... Ne, Blödsinn, ich sag Cedric, ich komme mit. Mhm, genau so ist das. Passt bitte auf euch auf! Ja. Oh! Warte. Bob. Hey, ich bin's. Soll ich dich abholen oder treffen wir uns bei Ruby? Also wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Hallo? Sadie! Ja. Sadie wollte nicht mehr. Oh, was ist jetzt kaputt? Was? Was passiert jetzt? Was, ein Zombie-Film? Was ist hier los? Was passiert gerade? Ruby! Ruby, geht's dir gut? Bist du es jetzt wirklich? Wo bist du? Hast du das eben geschrieben? Ruby, sag das, sag bitte, dass es dir gut geht. Chiara. Ich bin zu Hause, keine Sorge. Mir geht es gut. Verdammt, ich trau der Sache gerade gar nicht. Woher wissen wir, dass wirklich Ruby schreibt? Gut durchdacht, Jonathan. Wirklich gut durchdacht. Ich bin es wirklich, Jonathan. Ich habe nur solche Angst. Ruby, schick uns bitte ein Selfie. Wartet, Leute. Ich stelle ihr eine Frage, die nur sie beantworten kann. Ja, natürlich. Ruby, starte kurz einen Videoanruf. Kann man das in der Gruppe einen Videoanruf? Ja, ich glaube ja, ne? Das geht jetzt nicht. Ah, macht euch doch nicht lächerlich. Ja, seht zu, startet. Seht zu, mach. Nachricht wurde gelöscht. Mhm. Also gut. Ich bin es wirklich. Und mir ist nichts passiert. Hier, ist das Beweis genug? Die zeigt eine Uhr rein? Kann ja, denn so eine analoge Uhr? Ja, meinetwegen, glauben wir das. Wir glauben dir das einfach mal. Beweis genug, hast du schon mal gerade gefragt. Sag mal, bist du zum Papagei geworden? Oh mein Gott, Ruby, du lebst! Ja, die 7 Tage sind halt noch nicht um, ne?
Nee. Du kannst dir nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Wow, Jonathan. Was war da los bei Ruby? Bei dir, Ruby? Es war so schrecklich. Ich war im Wohnzimmer und hab gerade mit Tomji telefoniert. Plötzlich hörte ich ein seltsames Geräusch aus meinem Schlafzimmer. Dann habe ich die App meiner Überwachungskamera aufgerufen. Wow, hier gibt's viele Videos gleich wieder in Episode 2, gleich ganz am Anfang, ne? Ja, das sagte ich auch beim letzten Mal schon. Das erinnert mich so ein bisschen an Death Stranding, ne? Bist du noch in Gefahr? Wer weiß das so genau? Denkst du, das war das Mädchen, das fliegen kann? Glauben Sie uns jetzt endlich, Prof? Das ist die richtige Frage. Glauben Sie uns das? Zugegeben, diese Aufnahme ist mir ein Rätsel. Doch ich bin mir sicher, auch hier gibt es für eine rationale Erklärung. Nichtsdestotrotz bin ich erleichtert, dass es Ihnen gut geht, Ruby. Was muss denn noch alles passieren, damit Sie uns glauben, Prof? Ruby, wir hatten richtig Angst um dich. Mir geht es wirklich gut, aber ich verstehe es nicht. Wieso täuscht das Geistermädchen meinen Tod vor? Die 7 Tage wurden doch gar nicht angehalten. Vielleicht war das eine Art Racheakt, weil Quentin es geschafft hat, ihr zu entkommen. Die Frage ist, hat Quentin es wirklich geschafft? Das ist ja nun wirklich die allerbeste Frage überhaupt. Hat er sich denn inzwischen schon gemeldet? Ich zappel immer rum. Bestimmt macht euch das nervös, wenn ich die ganze Zeit hier im Rumwippen bin, ne? Aber ich bin selber nervös, ne? Ja. Nein, aber ich laufe jetzt kurz rüber und versichere mich, dass es ihm gut geht. Ja, richtig, Cedric. Und lade ihn dann in die Gruppe ein. Und dann erfahren wir hoffentlich mehr. Melde mich gleich. Es tut mir leid, dass ich euch so eine Angst eingejagt habe. Ich zitter immer noch im ganzen Körper. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchstehe. Ruby, wir müssen jetzt stark bleiben. Ja, 6 Tage noch auf jeden Fall. Ich befürchte, uns geht es allen so. Ja, da kommt ihr Kerl zurück. Kopf hoch, wenn es Quentin geschafft hat, dann können wir es dann auch. Wenn es Quentin geschafft hat. Aber wenn er es geschafft hat, da bin ich mir gar nicht so sicher. Dann wäre das Spiel auch gleich vorbei. Darauf können wir uns aber nicht verlassen, Tomji. Bisher wissen wir noch nicht so gut wie gar nichts. Wir müssen unbedingt herausfinden, wer dieses Mädchen ist. Wir tun doch schon, was wir können. Leichter gesagt als getan. Was du nicht sagst. Vor allen Dingen können wir auch nur so weit irgendwas machen, wie wir die Mittel überhaupt dazu haben, ne? Und das Know-how. Aber wir haben ja hier Wolf an Bord. Ja, ich weiß. Ich wünschte, wir könnten mehr tun, als einfach nur abzuwarten. Wir sollten weiterhin an diesen Fonds dranbleiben. Ich glaube, dieser Fonds ist, glaube ich, eine Sackgasse, glaube ich. Ich habe da keine guten Hoffnungen. Zu einem wissen wir gar nicht, wann sich dieser Autorin bei uns meldet. Das stimmt. Zum anderen deutet alles darauf hin, dass diese Geisterjäger und das Mädchen in irgendeiner Weise miteinander in Verbindung stehen. Ich bin mir sicher, er hat den fehlenden Hinweis, den wir suchen. Kannst du ihn nicht noch einmal anschreiben, Tomji? Ja, aber zumal, das ist so ein einseitiges Gespräch gerade. Wir antworten darauf gar nicht, was sie uns sagt. Vielleicht kannst du ihn ja umstimmen. Ja, also gut, ich versuche es. Glaub mir, das hat keinen Zweck.
Aber andersrum, wäre es Zeitverschwendung? Könnten wir derzeit vielleicht irgendwas anderes machen? Oder haben wir wirklich da vielleicht noch eine Chance? Ach komm, wir probieren es einfach. Danke, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Schönen Dank, dass ich hier mal alles machen darf. Also. Ja, achso, ich schreibe noch was. Mist, Akku gleich leer. Ja, lad mal auf, ist nicht gut. Haben wir gesehen bei Dings, bei Gabriela. Ich hol kurz die Powerbank. Wow. Henry Fons. Wie hab ich den gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Bitte springen Sie über Ihren Schatten und helfen Sie uns. Wir brauchen Sie. Ich habe etwas, das Sie sich unbedingt anhören sollten. Was sind Sie nur für ein gefühlskaltes Monster? Wir alle werden sterben und Ihnen ist es gleichgültig. Das ist, glaube ich, die perfekte Frage, oder? Ich glaube, jeder von euch würde diese Frage nicht nehmen, glaube ich, weil das gleich so direkt ist und einfach mit einer Beleidigung anfängt. Aber es ist nun mal eben halt tatsächlich die Wahrheit. Er ist ein Arsch. Er ist ein Arschloch. Ich glaube, bei denen kriegen wir auch nichts raus. Er meldet sich irgendwann mal, da glaube ich schon. Vielleicht mit Pommes, die er mit Popcorn und Cola und dann wie Kino, wie wir alle sterben oder was. Fons ist leider offline, aber ich habe ihn angeschrieben. Was hast du gefragt? Ja, Monster gesagt. Okay. Na toll, läuft ja wie geschmiert. Und ich hab's fast gewusst, ne? Bleibt nur zu hoffen, dass er oder diese Autorin sich bald meldet. Einer von beiden bestimmt. Ich halte dich auf den Laufenden. Lass uns erst mal hören, was Quentin zu berichten hat. Und das finde ich am allerinteressantesten tatsächlich. Ach, guck mal, da kommt unser Uschi. Wie geht es dir? Kommst du mit Gabrielas Tod zurecht? Ja klar, das lässt mich total kalt. Das ist total easy peasy. Ich versuche so wenig wie möglich daran zu denken. Huch. Lieb, dass du fragst. Es geht mir einigermaßen. Nicht wirklich. Wie soll es mir schon gehen? Ja, ist die perfekte Antwort, ne? Ach komm. Machen wir mal auf traurig. Machen auf traurig ist auch Blödsinn. Sind wir ja nun mal so. Ich finde die Frage nur so ein bisschen dämlich, oder? Ja, sie ist halt tot. Ist halt dumm gelaufen. Aber was soll's. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, du weißt, ich bin jederzeit für dich da. Eigentlich wollte ich dich nicht nochmal zusätzlich mit meinem Problem belasten. Ach, du hast Probleme. Aber wollten wir uns nicht alles anvertrauen? Mich würde es belasten, wenn du es nicht zu mir gibst. Nichts sagen. Aber, weil Probleme haben wir gerade genügend und um sie kümmern wir uns jetzt recht nicht kümmern. Sie ist auch gar nicht da involviert und so was alles, ne? Also die hat da auch nicht, dass sie tot geht oder was. Ich glaube, im letzten Endes wird sie uns helfen. Die kommt mit der Lösung um die Ecke. Jede Wette. Warte mal ab, Leute. Ich hatte schon wieder so einen schrecklichen Albtraum, nur dieses Mal war alles viel schlimmer. Tomji, was ist nun los mit mir? Warten. Soll ich dir mal ein gutes Video zeigen? Davon kriegst du Albträume. Kann ich dir davon erzählen? Ich weiß nicht, wem ich das sonst sagen soll. Ja, natürlich, erzähl. Na gut. Sorry, aber das brauche ich jetzt. Na komm, hau raus. Mich interessiert, ich bin ja neugierig, ne? Wir krepieren ja immer in ihren Träumen. Sind ja nur Träume, die bald wahr werden. In 6 Tagen. Sechs? Sind wir schon Tag 3? Nee, ja, Tag 3 sind wir schon, ne? Eigentlich fing der Traum richtig schön an. Wir liegen nachts zusammen im Bett, in unserer alten Wohnung. Aha, darauf läuft es also hinaus. Du Luder. Ja, da habe ich total Lust drauf. Erzähl doch mehr davon. Ja. Als ich mich im Schlaf an dich kuscheln möchte, stelle ich plötzlich fest, dass du neben mir liegst. Nicht neben mir liegst. Weil wir uns ja getrennt haben. Ja. Gabriel liegt in unserer Mitte. Sie ist übersät mit Wunden. Ihre Augen waren nur weiße Höhlen, aus denen unzählige schwarze Spinnen krabbeln. Sag mal, bist du krank oder was? Ich glaube, irgendwas stimmt wirklich nicht mit dir. Verständlich, dass sich das mitnimmt. Ich glaube, mehr möchte ich nicht hören. Nichts sagen. Yeah.
Das war noch nicht alles. Das Schlimmste kommt noch. War noch schlimmer. Weiße Hüllen. Plötzlich schaut sie mich an und spricht in tiefer Stimme zu mir. Wie lange wirst du trauern, wenn Tomsi bei mir ist? Ich habe schreckliche Angst. Versuchte dich aufzuwecken. Doch ich schaffe es einfach nicht. Und sie wiederholte die Frage immer und immer wieder. Plötzlich bricht unter uns der Boden weg und Flammen schießen hervor. Und dann zog Gabriela dich mit in die Hölle. Guck weniger Filme, Mann. Oh mein Gott, ich zitter den ganzen Körper. Ich sag eins, kündige dein Netflix-Account. Meine Fresse. Wo kommt das denn wohl her? Das hört sich an wie, wie hieß das noch gleich? Hier mit der Zigeunerin und dieser Teufelsfilm. Wie hieß der denn, der Film noch? Ich denke, ich komme da gerade drauf. Ist es raus? Ist es weg? Diese Zigeunerin, die mit dem Fluch und alles. Ach, ja. Zigeunerfluch eben. Ich finde gerade keine Worte. Bitte mach dich jetzt nicht verrückt. Das ist echt heftig. Lea, das sind nur Albträume. Nee. Vor allem, weil das Ganze alles wiederholt. Und immer wieder passieren dir darin ganz schlimme Dinge. Nur dir. Du wirst verletzt, hast blutende Wunden oder verbrennst. Und ich habe immer wieder dieses Gefühl von vollkommener Hilflosigkeit. Es muss doch einen Grund dafür geben. Ja, Psychologen. Geh zum Psycho. Ja, wirklich. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die sowas nach so einer Trennung haben, solche Träume und so und alles. Und da kann ein Psychologe ganz gut helfen. Denke ich einfach mal. Wir, der Prof, ist eine gute Adresse hier. Meine Mutter sagt immer, Träume, die wiederkommen, haben eine wichtige Botschaft. Meist etwas Unverarbeitetes oder etwas, was mich warnen soll. Ich glaube nicht an solchen Träumdeutungen. Das ist nicht ganz abwegig. Du solltest dir das nicht zum Herzen nehmen. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Nee, deswegen frage ich ja dich. Aber, das bestätigt meine Theorie, dass Leo uns am Ende den Arsch retten wird. Ich glaube, ein paar von uns gehen drauf, so Jonathan, Cedric und so. Ja, Cedric vielleicht, weiß ich nicht. Leider nicht. Es ist halt alles gerade sehr viel für mich. Erst unsere Trennung und jetzt Gabriela. Ich wollte es dich nicht spüren lassen, aber ihr Tod geht mir ziemlich nah. Ich mochte sie wirklich sehr. Das müssen wir jetzt erstmal alle verarbeiten. Ja, sie war ein toller Mensch. Vermutlich ist das der Grund für diese schrecklichen Träume. Gibt es denn etwas, was ich für dich tun kann? Ich nehme das mal als Grund. Wobei, diese Albträume hatte sie ja schon vorher. Vielleicht. Ich habe heute versucht, mich mit alten Bildern von uns abzulenken. Schau mal, letzten Winter, als du mich überrascht hast. Ja. Ach, wie schön. Wow, so groß war unsere Liebe da. Voll schön. Reize mich nicht. Eine liebende Seele wird schnell zornig. Er gehört mir. Mir allein. Was? Mein Handy spinnt leer. Das habe ich nicht geschrieben. Sorry, das war nicht für dich. Was? Nachricht löschen. Hä? Willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Ja. Findest du auf jeden Fall nicht witzig. Ich erkläre es den anderen mal. Vergiss es am besten. Es tut mir leid, ich muss los. Ja, vergiss es am besten. Wir wollten dich da nicht mit reinziehen. Na toll, du machst es dir aber einfach. Naja, ich muss eh noch ein paar Dinge für den neuen Job besorgen. Tschüss. Bevor ich es vergesse. Und weg ist sie. Neu. Chiara. Ich bitte zu Gott, dass wir etwas finden. Ich stehe das nicht mehr lange durch. Warum muss ich gerade heute ausgerechnet mit diesen Frauen reden?
Mein Gott, meine Stimme ist doch noch so angegriffen, so wird das nie was. Hi, Kiara, ich muss kurz mit dir reden. Okay, ich sitze ewig in Quinten auf glühenden Kohlen. Hoffentlich meldet sich Cedric bald. Ich halte das Warten nicht mehr aus. Aber sorry, erzähl, was gibt es? Ich hatte dir doch von Gabrielas Gefühl für mich erzählt, ne? Hatten wir das? Fang jetzt bitte nicht an, dir deswegen irgendwelche Vorwürfe zu machen. Gefühle kann man nun mal nicht steuern. Nee. Und das, dass du ihr die Wahrheit gesagt hast, war das einzig Richtige. Nein, darum geht es jetzt nicht. Schau dir mal das an. Achso, muss ich nochmal wegschicken, ne? Schwupp. Voll interessant irgendwie, ne? Voll spannend irgendwie. Finde ich total, boah. Haben sich was Gutes ausgedacht. Oh mein Gott! Warum schreibst du ihr so etwas und schickst ein Bild von ihr? Gabriele hat in deinem Namen Nachrichten verschickt? Ist das nicht gruselig? Aber sie steuert darauf gleich an, ne? Finde ich gut. Muss man nicht lange erklären. Verdammt, das bedeutet ja, jede Nachricht, die wir bekommen, könnte von auch von ihr sein. Mann. Denkst du denn, Gabriela wäre wirklich in der Lage, Lea etwas anzutun? Ah, ich befürchte es. Denn das ist nicht mal mehr die Gabriela, die ich kenne. Keine Ahnung, aber ich kann es nicht ausschließen. Nein, das glaube ich nicht. Nicht Gabriela. Die böse Gabriela vielleicht? Ja, keine Ahnung. Ja, wir müssen das ja irgendwie befürchten, wenn sie schon so anschreibt, ne? Aber sind das jetzt etwa zwei Geister oder ist es das böse Mädchen, das in ihren Namen und ihre Gestalt annimmt und dann diese bösen Sachen schreibt? Fuck, als wäre nicht alles schon schlimm genug. Du solltest vorerst alles ablocken, was bei ihr zu Eifersucht führen könnte. Ja, alles klar. Huch, Gabriela. Es schwindelt mir. Es brennt. Noch ganze 5 Tage sind wir getrennt. Gabriela, wieso tust du mir das an? Wie schön, das reimt sich. Du musst nicht damit aufhören. Du musst damit aufhören, Gabriela. Wenn du mich wirklich liebst, dann hilf uns. Lass Lea in Ruhe. Sie hätte nichts getan. Nichts sagen. Also, du bist nicht mehr die Gabriela, die ich kenne. Das finde ich gut. Schön, dass es in der Unterwelt oder Geisterwelt oder Geister-Bla-Welt Handys gibt. Dass es da Internet gibt und alles. Finde ich klasse. Finde ich total toll. Das tue ich doch. Ich helfe dir zur ewigen Glückseligkeit. Du gehörst mir ganz allein, mein Schatz. Okay, ne. Ah, was? Riesengroße Scheiße, Leute. Quentin ist tot. Ich bin jetzt gerade bei seinen Eltern. Die Polizei ist auch schon dort. Wir haben uns alle getäuscht. Fuck. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gedrückt habe, ob das Ding manchmal angeht. Bestimmt immer zum verkehrten Moment. Die Videos, die dann an... Ja. Fuck. Aber, ja, damit haben wir rechnen können, ne? Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein. Bitte nicht Quentin. Fuck. Ich hatte schon so ein ungutes Gefühl. Ihr wisst alle, was das für uns bedeutet. Was sollen wir jetzt tun? Ja, weil das wäre zu einfach gewesen, einfach mit Weihwasser, platsch, und dann, weißt du? Nee, so einfach ist das nicht, so wärst du Geister nicht los. Ich halte es nicht mehr aus, das ist alles so schrecklich. Fuck, ich kann es einfach nicht fassen.
Oh no, nicht sehe Quintene. Jetzt tut doch nicht alle so überrascht. Als hätten wir nicht alle geahnt, dass Quinton dran glauben muss. Weihwasser gegen Geister? Ernsthaft? Aus welchen Filmen? Ja, aber er hat ja recht. Er hat ja recht. Er hat ja komplett recht. Vielleicht hilft Weihwasser gegen dein dummes Gelaber. Hast du sie jetzt nicht mehr alle? Deine Trauer scheint sich ja an Grenzen zu halten. Geht's vielleicht etwas feinfühliger? Ja, aber er hat doch recht. Ne? Das ist es eben halt. Warum soll irgendjemand, der einen eigentlich das ausspricht, jetzt abgesehen davon, dass ich das jetzt bin, ich meine, ich habe das ja selber nicht geschrieben, aber warum soll einer, der das ausspricht, was ich jetzt quasi auch denke, warum soll der dafür gehasst werden? Es ist ja so. Es ist ja, man sollte mal vielleicht drüber nachdenken. Wir sind hier nicht in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder sonstigen Kram oder Horrorfilmen, wo Weihwasser gegen Vampire und Geister hilft. Ja, das ist die Realität in diesem Fall. Ne, also in diesem Spiel jetzt. Und da ist, ja. Ja. Aber ich finde den witzig hier. Jonathan, tickst du nicht richtig? Quentin ist tot und du ziehst das alles ins Lächerliche. Ich kannte ihn nicht einmal richtig. Und in wenigen Tagen trauert man schon genug um uns. Er hatte immer recht, ne? Ja. Finde ich auch. Ja. Schlauer Mann. Bitte hört jetzt auf damit. Gabriela und Quentin zuliebe. Muss gerade echt heulen. Oh, mein Husten. Das ist für uns alle gerade ein großer Schock. Und auch für mich eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation. Jeder geht anders mit dieser um und jeder hat nun mal ein anderes Verhältnis zu Gabrielas Bruder. Ich versichere Ihnen jedoch, dass ich mit Ihnen fühle. Und alles unternehmen werde, um die Polizei zu unterstützen. Warum verschließen Sie sich vor dieser Wahrheit? Kapieren Sie es nicht, Prof? Auch Sie werden bald sterben. Die Polizei wird uns hierbei nicht helfen können. Genau das ist gut. Endlich sagen wir auch mal was Richtiges. Was? Prof. Grün. Ja, dann verschlechtern wir alle Verhältnisse eben halt. So, was ist das? Sei mal nicht so unsensibel, Tom G. Moment mal, doch, ne? Doch, doch, doch. Ich betrachte das nach wie vor rein wissenschaftlich. Und dort, wo es um Geister geht, hört diese Nummer eben halt auf. Wir sollten uns weiterhin auf die Fakten konzentrieren. Ja. Lass sie uns bitte abwarten, bis sich Cedric mit weiteren Informationen meldet. Ja, wie Sie meinen. Und dann werden Sie, dann werden auch Sie uns glauben. Einfach unbegreiflich. Nichts sagen. Ich glaube, wir sollten uns das mit dem Prof nicht hier verscherzen, falls wir das hier überleben, ne? Nee. Ich glaube, wir müssen gleich mal Chico machen. Wir müssen erstmal einen guten Abschluss gleich finden. Leute, ich bin wieder auf dem Rückweg. Quentin ist ertrunken. What? Hä? Seine Mutter hat ihn heute Morgen im Gartenpool tot aufgefunden. Und die Polizei geht von einem Unfall aus. Er hatte wohl eine große Menge Alkohol im Blut. Und seine Eltern haben nichts davon mitbekommen. Das ist sehr, sehr merkwürdig, finde ich auch. Schon wieder Wasser im Spiel. Ja! Ein Unfall, so ein Schwachsinn. Warte mal, das ist interessant. Das sollten wir mal wirklich laut aussprechen. Oh mein Gott, Tom hat recht. Erst Gabriele Löcher am See und dann ertrinkt Quentin im Pool. Und? Denkst du, Samara war Schwimmer-Weltmeisterin oder was? Nee, aber die ist im Brunnen ertrunken.
Denk doch mal nach. Vielleicht ist sie eh auch ertrunken. Genau das meine ich. Nein, aber das ist ein komischer Zufall. Deine sinnlosen Kommentare helfen uns echt nicht weiter. Warum immer gleich so aggro? Warum immer gleich so aggressiv? Ich finde das total kacke. Ja, nicht immer gleich so. Zippe. Du interpretierst da viel zu viel rein. Na, warte mal ab, bis der Nächste stirbt. Die Polizei hat übrigens sämtliche Sachen von Gabriela Quinte beschlagnahmt. Von dieser Seite brauchen wir auf keine weiteren Infos zu hoffen. Und genau das ist das, was wir auch die ganze Zeit sagten zum Prof. Es gibt da keine Hilfe von der Polizei. Woher denn auch? Leute, ich bin auf etwas da Interessantes gestoßen. In der Tonspur des Videos habe ich ungewöhnliche Frequenzen entdeckt. Es handelt sich dabei um sogenannte körperlose Stimmen. Das sind Aufnahmen, die bei einer Frequenz auftreten, niedriger als menschliche Ohren hören können. Und sowas finde ich immer super interessant, wenn man solche Dokumentationen über paranormale Geisterjäger liest und so oder sieht oder so, finde ich da immer geil. Diese Niederfrequenz-Dingens da. Wir müssen diese lediglich extrahieren, damit ich sie in den hörbaren Frequenzbereich transportieren kann. Ah ja, verstehe. Ganz einfach. Wolf hat einen neuen Hinweis entdeckt, den wir bald zu hören bekommen. So schaut's aus. Tomji, dazu brauche ich jedoch deine Hilfe. Ich bin noch an etwas anderem dran. Wir sehen also bald Hans wieder. Ja. So, meine lieben Kinderchen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das ist der Beginn der Episode 2. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass sich meine Erkältung weiterhin zurückzieht und ich mehr für euch tun kann. Nächste Woche habe ich Frühstück, das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Also, meine Kinderchen, bis zum nächsten Mal und ciao.